So, heute nehme ich mal ein Video auf zum Thema objektorientiertes Programmieren mit PHP. PHP ist ja schon ein bisschen älter eigentlich und da gibt es natürlich sehr viel, was nicht objektorientiert funktioniert. Irgendwie Rasmus Liedorf, der Erfinder, der hat das ja damals Personal Homepage Tools genannt oder so und damit hat man gut Sachen am Server machen können, um Webseiten zu erzeugen, um es mal grob zu sagen. Also das heißt, man hat da mit dem Echo-Befehl, den wir ja schon kennen, einfach HTML generieren können, das dann eben vom Server zum Client, also zum Browser geliefert worden ist. Und das hat sich im Laufe der Jahre natürlich weiterentwickelt von einer ziemlich einfachen, primitiven Sprache zu einer relativ komplexen, modernen Programmiersprache. Heutzutage ist ja PHP recht modern und kann eigentlich sehr viele Dinge, die andere Programmiersprachen auch können. Das ist auch so, dass das irgendwie immer wieder verbessert wird und aufgebohrt und mittlerweile unheimlich viele Features hat, die auch jetzt andere Programmiersprachen auch haben und vielleicht sogar eigentlich verschiedene Features bietet PHP mittlerweile, die von unterschiedlichen Sprachen herrühren. Also das heißt, da gibt es ganz viele tolle neue Sachen. Und da möchte ich heute ein paar Sachen vorstellen. Ich kann ja mal einfach hier ein paar Folien zeigen. Also grundsätzlich, was gibt es denn bei PHP? Da gibt es auf jeden Fall mal Variablen. Ja, das heißt, Variablen haben wir schon gesagt, die werden mit diesen Dollarzeichen eben eingeführt. Und eben deklariert, variable Namen immer mit Dollarzeichen voran. Jetzt ist es so, es gibt noch Funktionen bei PHP, wie bei den meisten Programmiersprachen auch. Also hier sehen wir zum Beispiel Function, die erste Funktion, die hier Call by Value heißt, die deklariert eben eine Funktion, was nichts anderes ist wie sowas wie eine. In anderen Programmiersprachen nennt man es vielleicht auch Unterprogramm oder Prozedur. Man kann im Prinzip Sachen zusammenfassen, da möchte ich auch nicht näher darauf eingehen. Ich denke, das Konzept sollte bekannt sein. Interessant ist nur bei PHP, dass es erstmal keine globalen Variablen gibt. Das heißt eigentlich, dass Variablen, die außerhalb einer Funktion deklariert sind, irgendwo in der Funktion erstmal nicht sichtbar sind. Ja? Und deswegen muss man, wenn man jetzt eine PHP-Funktion verwendet, eben alle Sachen eben als Parameter mitgeben. Ja. Und ja, normalerweise werden die Werte eben immer per Call by Value mitgegeben. Das heißt, wenn ich den Wert der Variable ändere, dann ist der Originalwert unverändert, weil es eben als Kopie mitgegeben wird. Ja. Also das sieht man hier in der ersten Funktion eben, wenn ich hier diese Variable str habe und die mit anders eben versehe mit dem Wert, dann hat das keine Auswirkung auf den Original, auf den aufzurufenden Code. Man kann allerdings auch Referenzen übergeben, und zwar indem ich da ein und mit dran hänge. Ja, dann wird das Ganze quasi als Referenz übergeben und dann kann ich den Wert tatsächlich ändern. Ja, das heißt, das ist ähnlich aus C, C++ kennt man dieses und auch eben. Ja, das kann man machen und bei den Parametern, wenn wir schon dabei sind, da kann man auch so Sachen machen wie beispielsweise eben Standardwerte versehen. Also das heißt, ich kann ja optional einen Wert beim Aufruf angeben oder auch nicht. Und wenn ich das nicht mache, dann nimmt der die Standardbelegung, die ich hier angebe, in den Parameterklammern. Genau. Und es gibt natürlich noch jetzt relativ neu, naja, sagen wir so neu auch nicht, gibt es eben Type-Hinting und eben das ist sowas wie Typisierung bei Parametern. Das heißt, ich kann zum Beispiel hier einen Typ angeben bei den Parametern und muss mich natürlich dann daran halten. Das ist so ein Schritt Richtung Typisierung. Ja, genau.
Ja. Und ab PHP 5 gibt es jetzt auch Dinge, die ich machen kann, die Richtung objektorientiertes Programmieren gehen. Hier habe ich mal ein Beispiel für eine Klasse, und zwar auch schon sogar eine abstrakte Klasse. Also ich gehe davon aus, dass man grundlegende Konzepte jetzt kennt von objektorientiertem Programmieren. Und das ist, ich möchte nur die Unterschiede und die Gemeinsamkeiten vor allem mal aufzeigen, die es da gibt. Man sieht hier beispielsweise, dass ich eben erstmal Klassen selber definieren kann hier und kann dann die auch abstrakt definieren und kann dann auch abstrakte Methoden, also diese Functions sind ja Methoden, die kann ich im Prinzip auch deklarieren. Ja, hier zum Beispiel, da wird in dieser abstrakten Klasse HTML-Page eine Function Body deklariert, die ich danach bei der Subklasse dann eben implementieren muss. Ja. Ja, was gibt es noch für Gemeinsamkeiten jetzt mit anderen Programmiersprachen wie Java oder C-Sharp? Man sieht, es gibt solche Sichtbarkeitsmodifizierer wie Protected und Public. Und die machen auch quasi das, was sie in anderen Sprachen auch machen. Also Public bedeutet, diese Methode ist nach außen sichtbar. Die kann ich dann eben aufrufen von anderen Klassen oder anderen Funktionen aus. Die Protected, die sind geschützt, die sind im Prinzip lokal in der, ja, in dem Modul sozusagen. Ja. Es gibt auch statische Klassenvariablen, ne, wie dieses Public Static. Da ist diese Variable Version oder Dollar Version eben mit 1.0 eben initialisiert und die ist quasi in allen Klassen oder Objekten der Klasse HTML Page sichtbar. Ja, genau. Ansonsten fällt vielleicht noch auf, dass die jetzt von der Syntax her muss ich immer dieses Wort Function mit dazu schreiben. Ja, ich kann jetzt hier nicht einfach das den Methodennamen direkt schreiben, sondern ich muss eben das Ganze, die Methoden werden eben, sind spezielle Funktionen, die eben als solche mit dem Wort Function gekennzeichnet werden müssen. Ich muss hier keinen Rückgabewert angeben, also weder Void noch Int noch irgendwelchen anderen Typ oder so. Das ist jetzt noch ein bisschen anders von der Syntax her. Was noch anders ist, es gibt einen Konstruktor, der speziell heißt, und zwar heißt der nämlich Unterstrich Unterstrich Construct. Und der heißt eben nicht wie in anderen Sprachen, so wie die Klasse selber, sondern eben immer Unterstrich Unterstrich Construct. Und wenn ich eben mit New ein neues Objekt mache, dann muss ich, wird eben dieser Konstruktor aufgerufen, den ich hier definiert habe. Es ist so, ich brauche auch nur einen Konstruktor, das ist vielleicht auch ganz interessant, weil ich nämlich ja sowieso mit diesen optionalen Parametern, also die ich mit den Standardwerten versehen kann, die Möglichkeit habe, eben einen Konstruktor mit ein, zwei, drei oder mehr eben Werten aufzurufen und dann eben zu schauen, ob diese optionalen Parameter eben belegt sind oder nicht. Und ich will ja sowieso wahrscheinlich auch diese Parameter auswerten und mit denen dann irgendwelche Felder oder Objektvariablen eben initialisieren. Und deswegen kann ich da eben auch Standardwerte reinschreiben und die dann initialisieren. Das heißt, ich brauche eigentlich nur einen Konstruktor. Und was mir hier noch gleich auffällt, ist in dem Code, dass ich Zugriff auf Objektvariablen oder Properties, wie man es auch immer nennen mag, bekomme, indem ich immer $this und dann Pfeil und dann die Objektvariable schreibe. Also diese Objektvariable hier, das ist genau die hier. Und genau, das muss ich eben immer machen. Wenn ich jetzt eine Objektvariable nehme, muss ich immer $this, Pfeil und dann den Variablennamen schreiben.
Genauso dann später, wenn ich quasi ein Objekt erstelle und auf irgendwelche Methoden zugreifen will, dann muss ich eben auch den Objektnamen, den Variablen nehmen, Variablen-Namen nehmen und dann Pfeil und dann Methodenname schreiben. Genau. Also später werden wir das dann gleich nochmal genauer anschauen. Ja, es gibt eben das Keyword Class, es gibt Abstract, haben wir gerade, Abstract, haben wir gerade besprochen. Es gibt noch Interfaces, auch wie in anderen Programmiersprachen auch. Das heißt, ich kann quasi Interfaces machen, die dann eben keine Implementierung haben von irgendwelchen Methoden. Und es gibt diese Modifizierer. Also das ist schon sehr ähnlich mittlerweile, wie jetzt in anderen Programmiersprachen auch. Ich habe auch Vererbung. Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel diese HTML-Page-Klasse definiert habe, dann kann ich die eben den Code einbinden, also Import-Anweisung in dem Sinn wie in Java gibt es eben nicht, aber es gibt so etwas Ähnliches, wie es eben auch in anderen Sprachen der Fall ist, so eine Include-Anweisung oder auch sowas wie Require von C-Sharp eben. Und da kann ich jetzt eben zum Beispiel den Code einbinden, dann sehe ich den sozusagen oder dann ist der in meiner aktuellen Umgebung auch sichtbar. Und dann kann ich Folgendes machen, dann kann ich eben eine Subklasse machen, indem ich eben mit Extends die Superklasse erweitere. Ja, das heißt, MyPage Extends HTML-Page erweitert eben HTML-Page um gewisse neue Dinge, die ich hier festlegen kann. Dann kann ich zum Beispiel neue Properties oder neue Objektvariablen dazu machen. Kann den Konstruktor, einen neuen Konstruktor machen und vielleicht mit weiteren Parametern, die ich dann eben übergeben will, versehen. Und kann natürlich den Superkonstruktor aufrufen und dann nicht, wie man es vielleicht auch kennt, mit einem Wort wie Super, sondern mit Parent, Doppelpunkt, Doppelpunkt, Unterstrich, Unterstrich, Construct. Das hört sich erstmal ein bisschen schräg an. Und übergibt dann eben die einzelnen Parameter, um den Superkonstruktor zu initialisieren, was in dem Fall eben von HTML-Page eben dieser hier wäre. Genau. Und dann kann ich natürlich meine anderen Variablen auch mit Inhalt versehen, wie eben jetzt dieses Inhalt und kann dann this Inhalt gleich Dollar Inhalt schreiben, wobei jetzt dann der Inhalt in Anführungszeichen der Parametervariablen Dollar Inhalt eben in diese Objektvariable this Inhalt kopiert wird. Genau. Ja, warum jetzt hier dieses Parent Doppelpunkt Doppelpunkt? Das ist nämlich so, es gibt statischen Zugriff auf eben Klassen, Variablen oder Klassen Methoden, also Funktionen quasi. Das sind diese Dinge, die man eben vorher da vielleicht mit Static definiert hat, ja, wie das Version. Und auf die kann ich zugreifen mit diesem mit der Zugriffsmethode dieser beiden Doppelpunkte. Ja. Also Parent Doppelpunkt Doppelpunkt ist immer was Statisches und der Konstruktor wird quasi auch als statisch aufgefasst und deswegen muss man den dann auch so aufrufen. Und Parent ist im Prinzip dann eben die Superklasse, ja, genau. Und wenn ich jetzt statische Methoden von außerhalb auch ansprechen will, dann mache ich das genauso, nehme den Klassennamen Doppelpunkt, Doppelpunkt Methode. Da kann ich quasi mehrere statische Funktionen zu einem Konstrukt zusammenfassen, indem ich die als statische Methoden einer Klasse schreibe. Ja, Instanzen erzeuge ich dann, wie man sich's denkt, mit dem New Keyword und schreibe eben dann zum Beispiel $WS gleich New My Page. Hallo, dies ist der Inhalt. Das wären jetzt dann diese Werte für die Parameter, die ich dann da übergebe. Und dann kann ich eben Methoden aufrufen, wie schon gesagt, indem ich dann die Objektvariable nehmen und dann Pfeil Display zum Beispiel rufe ich diese Methode Display von diesem MyPage-Objekt
auf. Ja. Und könnte zum Beispiel noch die Version mir ausgeben mit HTML Page Doppelpunkt Doppelpunkt Dollar Version. Also der Sinn von dem Beispiel ist jetzt auch, dass ich eben sowas mache wie eine HTML Page quasi objektorientiert zu bauen und sowas zu machen wie so eine Art Template-System auch. Ja. Genau. Also das heißt, ich könnte da sowas machen, dass ich eben zu einem Head eben festlege und den Body eben quasi abstrakt mache und dann diese Implementierungen einzelner Unterseiten eben einfach per Überschreiben der abstrakten Methode eben dann eben realisieren. Und dann habe ich so eine Art Template-System quasi. Kann man ja vielleicht gleich mal in der Realität nochmal anschauen, anstatt auf den Folien sozusagen. Aber ich möchte erstmal die ganzen Features von PHP ab PHP 5.3.0 eben, das sind diese neueren PHP-Versionen, also jetzt ist ja 7 die aktuelle Version. Und das gibt es aber auch schon länger, wie gesagt. Also das heißt, müsste auch auf älteren Systemen, älteren Webservern funktionieren. Jetzt gibt es noch ein Modularisierungskonzept und das sind diese Namespaces, die es noch gibt. Ja. Also Namespaces, die deklariere ich jetzt, das ist irgendwie ein bisschen eigenartig mit so einem Backslash. Ja. Also Namespace A, also diese Abkürzung hier, die ich da genommen habe, NSA soll Namespace A heißen und Namespace B, da habe ich eben einen Über Namespace, das ist der Namespace A und dann gibt es einen Unter Namespace, Namespace B. Da kann man eben Hierarchien aufbauen. Das könnte man auch mit diesen Doppelpunkten machen, aber das Problem ist, dass das auch der Zugriff für diese statischen Methoden genauso syntaktisch funktioniert und deswegen ist es eigentlich günstiger, wenn man diesen Backslash nimmt. Ja. Also das heißt, Namespace A, Namespace B, Function wäre eben ein Zugriff auf diese Funktion Func im Namespace B. Ja, und dann könnte ich zum Beispiel eben jetzt sowas deklarieren in einem Namespace. Das liegt halt in irgendeiner Datei, in irgendeiner Datei, die ich irgendwie einbinden kann. Und dann sage ich, die Dinge, die ich hier deklariere, die gehören eben zu dem Namespace MySpace. Und da habe ich vielleicht eine Klasse, MyClass. Dann habe ich eine Konstante, meinetwegen const, MyConst. Und eine Funktion, MyFunc. Und die gibt mir eben nur Hallo Welt zurück. Dann binde ich diese Datei ein. Die heißt jetzt hier MySpace.php. Das ist die hier auf der linken Seite. Und dann kann ich sagen Use MySpace. Und dann habe ich Zugriff auf diese ganzen Funktionen oder Klassen und kann dann eben MyClass, Doppelpunkt, Doppelpunkt, MyConst eben nehmen. Und das ist aber jetzt die Konstante in dieser Klasse hier. Ja, das ist dann mit diesem Doppelpunkt, Doppelpunkt als statische Konstante. Kann diese Funktion verwenden, MyFunc. Und kann natürlich diese Konstante auch eben auswählen. Ich könnte jetzt eine weitere Datei machen, die einbinden, die in einem anderen Namespace ist und die vielleicht gleichlautende Funktionsnamen aufweist oder Klassen. Und das ist auch der Sinn dahinter, dass ich sage, ich kann da Namenskollisionen vermeiden und vielleicht für mein Projekt eben einen kompletten Namespace nehmen, um und jetzt eben dann damit vermeiden, dass ich vielleicht duplizierte Namen für irgendwelche Sachen habe, die ich vielleicht in irgendwelchen Frameworks auch habe, die ich verwende oder so. Genau. Man kann auch Sachen umbenennen, indem ich eben sowas mache wie use Namespace A, Namespace B, my class as another class. Das heißt, ich kann
das Ganze mit einem Alias-Namen versehen, um zum Beispiel, ich möchte zwei, es gibt zwei Mathematik-Bibliotheken, die ich einbinde, und die haben vielleicht beide eben überhaupt eine Klasse, die heißt Math. Ich möchte aber beide verwenden, und dann kann ich dann eben eine sagen als Math 1 und Math 2 Alias-Namen oder so und kann die dann beide verwenden. Also das ist dann auch der Sinn dahinter. Es gibt noch Traits. Ich kann das mal hier ein bisschen runter. Hier steht Traits. Ich kann das auch so ein bisschen rücken. Traits sind jetzt auch ein Konzept, das vielleicht nicht so bekannt ist, aber sehr sinnvoll irgendwo. Ne? Also man kann nämlich Folgendes machen. Man könnte es ein bisschen vergleichen mit Mehrfachvererbung. Ich kann im Prinzip Sachen rein mischen sozusagen. Ne? Das heißt auch teilweise so Mix-ins sind so ähnliche Konzepte. Ich kann Folgendes machen. Ich habe hier eine Klasse, eine abstrakte Klasse Homepage und habe hier eine, eben hier eine Subklasse die von Homepage, Admin Page, Extends, Lib Homepage. Ich hätte jetzt aber noch gerne irgendwie, dass die noch erbt von einer Klasse Datenbank, damit ich eben Datenbankfähigkeiten auch habe. Und ich kann jetzt Folgendes machen, ich kann das eben nicht als Klasse definieren, sondern als Trade. Ich könnte sagen Trade Database und kann das dann auch verwenden, eben indem ich sage Extends Lib Homepage Use Lib Database. Ja. Das heißt, dann habe ich eigentlich die Funktionalitäten von der Superklasse Homepage und aber auch von diesem Trade Database auch noch. Ja. Also das kann ich machen. Der Unterschied zu Klassen bei Trades ist eben erstmal, dass ich keine Objekte machen kann aus einem Trade. Also ich kann keine Instanzen erzeugen und deswegen ist es auch ganz günstig, das zu verwenden. Ja, genau. Okay. Jetzt mache ich es wieder kleiner. Ja, also deswegen diese Trades sind sehr sinnvoll. Gibt es auch in anderen Sprachen mittlerweile. Es gibt natürlich dann auch noch weitere interessante Programmierkonzepte, die jetzt auch schon länger vorhanden sind im PHP. Ich kann es hier auch nochmal überschieben. Lambdas heißt das Ganze hier, was ich jetzt erzählen will. Die gibt es eben auch seit PHP 5.4. Und hat jetzt mit objektorientierten Programmieren erstmal nichts zu tun, aber die sind auch sehr sinnvoll, weil es die auch in verschiedenen anderen Sprachen gibt. Und vor allem auch in so Sprachen, die ja ähnlich sind wie JavaScript, da gibt es das ja schon länger. Das sind einfach anonyme Funktionen sozusagen. Funktionsobjekte kann man auch sagen. Wenn man jetzt in JavaScript sich auskennt, dann sieht man auch schon, dass das sehr ähnlich funktioniert da. Da habe ich zum Beispiel hier eine anonyme Funktion. Ja, sonst schreibe ich ja immer, geh mal zurück, schreibe ich ja die Funktionen eben als hier. Wo haben wir es? Function, Name, Wert und diese, Entschuldigung, Lambda-Funktionen, die sind natürlich jetzt so, dass die keinen Funktionsnamen haben. Ja. Das heißt, das Funktionsobjekt definiere ich auf der rechten Seite der Zuweisung und auf der linken Seite steht eben die Variable, die zuweisende oder die den Funktionsobjekt, die das Funktionsobjekt aufnimmt. Ja, und das heißt hier, dieses Array Sort Callback, die Variable nimmt das anonyme Funktionsobjekt auf der rechten Seite auf. Das hat eben nur die
bekommt zwei Parameter mit und hat dann einen Rumpf und der sagt eben jetzt von den Parametervariablen A zieht er die Parametervariable B ab. Und das ist jetzt eben ein Beispiel, auch ein konkretes. Wenn ich was sortieren will, dann übergebe ich eben dieses Funktionsobjekt einfach der Function uSort, die eben sortiert und die erwartet eben als Parameter einfach mal ein Array, das hier oben steht. Ja, das Array hat eben irgendwelche Zahlen und die Regeln, nach denen sortiert wird, die lege ich eben in diesem Funktionsobjekt fest, indem ich eben sage, größer, kleiner, gleich, muss ich da eben regeln und zwar dergestalt, dass ich sage, okay, wenn es a minus b, wenn eben a größer ist, dann ist der Wert positiv. Wenn a kleiner ist, ist der Wert negativ und wenn sie gleich sind, dann ist der, kommt eben 0 raus und genau so eine quasi Regel erwartet dieses uSort und sortiert dann. Ich kann das ja auch andersrum, ich kann b minus a schreiben zum Beispiel, dann wird es andersrum sortiert. Ja. Und da kann ich quasi die Art der Sortierung in der anonymen Funktion festlegen. Die kann ich auch direkt quasi in die Parameter Klammer mit reinschreiben, indem ich eben gleich inline Function $a, $b und dann eben den Parameterrumpf und dann geschweifte Klammer zu, eben für den Parameterklammer, für runde Klammer zu, für die Parameterklammern, die ich zumache. So wie man das auch vielleicht von JavaScript oder anderen Sprachen kennt. Ja, genau. Ja, hier ist auch noch, ich habe versucht, noch ein paar so andere interessante Syntax-Elemente mit einzubauen, wie zum Beispiel gibt es hier diesen Spaceship-Operator, der eben Werte vergleicht, genauso wie es eben auch hier ist. Ne? Das heißt, der vergleicht eben größer, kleiner und gleich und gibt eben entsprechende Werte zurück. Ja. Das kann man vielleicht mal wirklich mal ausprobieren. Also ich habe hier mal, kann man ja mal kurz auch mal praktisch was zeigen. Mein Localhost, da steht jetzt nur Hallo drin. Ich mache hier einfach mal ein PHP-Ding. Größer. Und sage jetzt $a gleich 3, $b gleich 2. Und mache jetzt hier sowas wie Echo $a, Spaceship $b. Habe hier noch Vergleich drüber. Und kann das dann hier eben machen. Und jetzt kommt hier 1 raus. Das heißt, 3 ist größer als 2. Wenn ich das jetzt größer mache, dann kommt minus 1 raus. Und wenn ich es gleich mache, kommt 0 raus. Genau. Also das macht eigentlich dieser Spaceship-Operator. Und das ist eben genau das, was eben das Größer-Kleiner eigentlich auch macht. Also a minus b eigentlich, das ist genau das Thema. Das gibt es halt jetzt als schönen, lustigen Operator sozusagen. Ich werde auch jetzt nicht irgendwie versuchen, die komplette Syntax von PHP hier durchzukauen, weil das ist eigentlich gar nicht möglich, weil das natürlich relativ viel ist. Aber ein paar Sachen möchte ich natürlich mal kurz zeigen auch.
Und das Problem ist jetzt mit dieser Umgebung. Also man hat ja eigentlich bei diesen Lambda-Funktionen in anderen Programmiersprachen den Vorteil, dass man quasi das außenrum sichtbar hat, auch wenn man irgendwo sich in einer anderen Umgebung befindet, diese sogenannte Closure. Also ich möchte da jetzt vielleicht auch nicht im Detail drauf eingehen, was das eigentlich ist, aber im Prinzip, was ich eben bei PHP nicht habe, was das eben jetzt da problematisch macht bei den Lambdas, ist eigentlich, dass es eben keine globalen Variablen gibt. Ja. Also das heißt, habe ich ja gerade schon erwähnt, dass Variablen, die global sichtbar sein sollen, die habe ich eigentlich nicht, ja, bei Funktionen. Und das widerspricht eigentlich diesem Konzept dieser Lambda-Funktionen, weil ich ja da eigentlich diese Closure habe, was ja die lokale, die globale Umgebung ist, und die habe ich aber da nicht. Ja. Also das ist natürlich irgendwo ein bisschen schade. Aber es gibt da was, was man eben machen kann. Und zwar gibt es das, ich kann diese Closure festlegen mit Use. Ja. Das heißt, ich muss zum Beispiel hier unten, ich habe hier $a gleich 1. Und wenn ich in meiner Funktion hier innen drin dieses a sichtbar haben will, dann muss ich eben use $a schreiben. Ja, das heißt, dann lege ich diese Umgebung fest und sage eben diese Variable $a, die gehört eben zu der Umgebung. Ja, so ist es. Dann kann ich die quasi auch wirklich sehen. Das Problem ist aber hier auch, dass das irgendwie wie eine Parameterübergabe funktioniert. Ja, das use $a, da wird quasi der Wert wirklich auch, wie ich es eigentlich nicht erwarte, in solchen Lambda-Funktionen per Kopie mitgegeben. Ja, das heißt, ich bekomme da hier eine Kopie in dieser Lambda-Funktion von dem a mit. Wenn ich die verändere, verändert sich das Originalobjekt nicht, wie ich es eigentlich erwarten würde bei einer richtigen Lambda-Funktion sozusagen. Und deswegen ist es eigentlich ja, nicht optimal gelöst, natürlich in PHP, weil es sich einfach fürs, vom PHP, von der Philosophie irgendwo eigentlich ein bisschen unterscheidet. Ja. Und wenn ich das aber trotzdem machen will, dass ich eben eine Referenz verändern will, dann muss ich das wieder mit dieser Call by Reference machen und use und $a nehmen hier. Und dann kann ich natürlich wieder die Referenz verändern. Ja, soweit zu den Lambda-Funktionen. Ich denke, wenn man solche Konzepte aus anderen Sprachen kennt, will man sie eigentlich nicht mehr missen. Und deswegen war natürlich das auch sehr wichtig, dass die in PHP dann auch mal zum Einsatz kommen. Ja, jetzt haben wir diese statischen Typen noch. Das habe ich ja auch kurz schon mal erklärt. Es gibt tatsächlich statische Typen und ab PHP 7 auch primitive Datentypen als Typen sozusagen. Ja, das war nämlich vorher nicht möglich, da konnte ich nur Objekttypen sozusagen als Typen angeben. Aber jetzt kann ich es eben schon machen. Ich kann jetzt hier sagen, zum Beispiel, dass ich hier eben in der Parameter Übergabe eben ein Objekt erwarte vom Typ MyClass. Ja. Wie man es eben so kennt bei Typisierung. Ich kann auch die Rückgabewerte mit angeben, ja, und kann dann mit Function Square kann ich hier zum Beispiel hinten Doppelpunkt int schreiben jetzt und dann kann ich sagen, okay, Rückgabewert ist eben ein Integerwert. Dann habe ich quasi eine komplette Signatur für diese Methode geschrieben, weil ich ja auch hier den Eingangsparameter auch typisiert habe. Ja. Also das ist im Prinzip so eine typisierte Funktion, wie man es auch kennt in anderen Sprachen,
Natürlich ist es in PHP optional, also man kann es verwenden, man kann es auch lassen, man kann es auch zum Teil verwenden bei Sachen, die vielleicht wichtig sind, dass der Typ genau erkannt wird. Und es ist auch so, dass man jetzt in quasi zwar schon in Methoden Signaturen Typen angibt, aber nicht bei der normalen Programmierung. Wenn man jetzt lokale Variablen verwendet, werden die jetzt nicht typisiert. Genau. Ja, jetzt mal kurz noch, das ist natürlich jetzt ein bisschen eine historische Sache. Ich wollte noch ein bisschen auf die Unterschiede zwischen PHP 4 und 5 eingehen, weil es vielleicht auch relativ interessant ist, wenn man alten Code bekommt. Das ist eigentlich, weil PHP gerade eben schon ein bisschen älter ist, gibt es unheimlich viel alten Code irgendwo. Also das heißt, es gibt man kann oft einmal in die Verlegenheit kommen, dass man zum Beispiel alte Projekte irgendwie pflegen muss, die vielleicht auch schon Jahre alt sind. Es gibt auch alte Frameworks, die irgendwie mit alten Code funktionieren. Und deswegen mal kurz den Unterschied zwischen PHP 4 und 5 in Bezug auf Objektorientierung wollte ich mal kurz erklären. Und zwar gibt es da tatsächlich Unterschiede. Das Lustige ist es, dass es schon irgendwie abwärtskompatibel ist, aber auch nicht richtig quasi noch in Verwendung ist. Das ist dann quasi wirklich deprecated oder so. Zum Beispiel, gehen wir mal da den zweiten Punkt gleich an, also der Konstruktor. In PHP 4 haben sich die nämlich gedacht, okay, der Konstruktor heißt eigentlich wie die Klasse, so wie es eben bei anderen Programmiersprachen auch üblich ist. Leider haben die das dann geändert. Und zwar ab PHP 4.5 heißt eben der Konstruktor unterstrich unterstrich Construct und nicht eben wie der Klassenname. Ja. Ist halt so, ja, genau. Hat auch irgendwelche technischen Gründe, aber da will ich jetzt auch nicht näher drauf eingehen. Also wichtig ist einfach, dass man weiß, unterstrich unterstrich Konstrukt ist eigentlich so, wie man es schreibt. Und wenn man aber jetzt eine PHP 4-Version bekommt, also eine Klasse-Version PHP 4, dann heißt es genauso wie, heißt der Konstruktor genauso wie der Klassenname. Es ist tatsächlich abwärtskompatibel. Ja, also so viel dazu. Bei PHP 4 hat man jetzt Klassen, Attribute mit var einführen müssen. Und das war immer public. Und jetzt gibt es eben public, private und protected. Ja. Also das heißt, wenn wir nochmal am Anfang uns das anschauen, hier habe ich eine public function und eine protected Inhalt Variable. Ich kann mal kurz in den Editor wechseln. Also wenn ich das jetzt in PHP 4 machen würde, würde ich quasi schreiben class old PHP zum Beispiel, keine Ahnung. Dann würde ich das jetzt so schreiben, dass ich sage var Dollar Inhalt und eben dann nur Function, meinetwegen Body. So, ne? Und natürlich könnte ich jetzt hier mit Dollar this Inhalt da drauf zugreifen. Ne? Das wird natürlich trotzdem funktionieren. Und bei neuem PHP wäre es eben dann New PHP. Und da würde ich jetzt dann das Ganze eben public, private oder protected machen. Und könnte hier das Ganze auch public machen. Genau. Ja, und der Konstruktor, ich gehe nochmal zurück, war eben früher dann eine
Function, die eben hieß, mal wieder old draus, die dann eben so hieß wie die Klasse. So. Ja, und jetzt eben bei neuen. Will ich es jetzt eben constructen. So, ja, genau, das ist der Unterschied. Was gibt es noch? Der Superkonstruktor-Aufruf auch. Ne? Also früher hat man nämlich dann auch logischerweise den Namen des Superkonstruktors auch genommen, weil der war ja gleich des Klassen, wie der Klassenname, und deswegen habe ich das auch so schreiben müssen. Und jetzt habe ich nämlich Parent Doppelpunkt Doppelpunkt Unterstrich Unterstrich Konstrukt. Ist natürlich ein bisschen unschön mit den doppelten Zeichen immer. Also gerade bei den Unterstrichen, da den lese ich ja oft wie einen, aber es sind zwei. So war das auch bei den statischen Methodenaufrufen. Also ich habe jetzt hier in PHP 4 und 5 A Doppelpunkt Doppelpunkt Example und von der Klasse A, ne, oder A Doppelpunkt Doppelpunkt Dollar Attr, um jetzt auf ein Attribut zuzugreifen. Also das ist aber jetzt quasi gleich geblieben sozusagen, ja genau. Und jetzt, wenn ich aber eine statische Funktion deklarieren will, das ist der Unterschied, muss ich das Keyword static nehmen. Ja. Also um das jetzt hier nochmal kurz zu skizzieren, beim neuen PHP, wenn ich jetzt zum Beispiel diese Function, oder machen wir doch noch eine, also Function, also ich Version, sowas, ja. Ja, Version, so. Genau. Die könnte ich jetzt im Prinzip static machen und könnte die dann auch von außerhalb, also ich könnte sowas machen wie Echo New PHP Doppelpunkt Doppelpunkt Version. Ja, genau. Müsste eigentlich funktionieren. Können wir gleich mal testen. Strichpunkt vergessen. Irgendein Fehler. Mal alles raus. Ach ja, klar. Ich weiß auch, was falsch ist. Ja. Jetzt geht's. So, jetzt hat. Genau, also das heißt, ich kann darauf zugreifen, indem ich jetzt hier eben Doppelpunkt, Doppelpunkt verwende und dann kann ich auf diese statischen Funktionen zugreifen. Es ist so, dass es eben bei PHP 5 eben dieses Schlüsselwort static, dass das eben wichtig ist, um jetzt eine statische Funktion zu deklarieren. Und bei PHP 4 ist es eben nicht der Fall. Also das heißt, da kann ich es einfach so schreiben. Es gab auch keine Sichtbarkeitsmodifizierer natürlich in den PHP 4 Versionen, keine Interfaces und es gibt
Natürlich jetzt in PHP 5 kann ich natürlich mehrere Interfaces implementieren. Es gibt natürlich diese Traits auch, die habe ich jetzt hier gar nicht aufgeführt. Ja doch, hier steht's. Und das Type-Hinting gibt es nicht. Und es gibt ein Final Keyword. Das heißt, ich kann dann auch sagen, von dieser Klasse darf man keine weiteren Subklassen mehr quasi erzeugen. Okay, also ich denke, das war jetzt, hoffe ich mal, so einigermaßen runder Überblick über neuere PHP-Features im Bereich objektorientiertes Programmieren. Es gibt natürlich noch andere Dinge, die jetzt auch mit dazu gekommen sind, zum Beispiel sowas wie Coroutinen oder so. Das ist aber vielleicht dann auch nochmal ein anderes Thema. Ich wollte bloß mal den Überblick jetzt mal kurz zeigen, was es an OOP-Features gibt in PHP und die werden natürlich auch, denke ich, ja, in den ganzen modernen Frameworks auch schon umgesetzt, schon länger. Und es ist der Unterschied zu den anderen Programmiersprachen ist natürlich jetzt auch sehr stark geschrumpft. Also man kann jetzt sehr starke Ähnlichkeiten zu C-Sharp oder Java erkennen oder auch zu modernen anderen Sprachen jetzt, wie zum Beispiel Dart oder irgendwie andere Sprachen, die jetzt gerade so am Entstehen sind. Das Schöne ist bei PHP, es gibt ja schon quasi sehr viele Sachen in PHP, sehr lange gibt es das schon, es ist sehr verbreitet und das Tolle ist eben, dass es immer noch aktuell gehalten wird. Ja. Das heißt, moderne Sprachfeatures werden da immer nachgezogen, es gibt immer neue PHP-Versionen und das ist eigentlich schon sehr angenehm, dass es das gibt. Man kann ja auch auf der Webseite zum Beispiel, wenn man jetzt hier auf php.net sich mal umschaut, da kann man ja auch immer diese ganzen Sprachfeatures eben sich mal anschauen. Also hier die aktuelle Version ist hier auch. Da kann man immer bei der Dokumentation nachschauen. Es ist übrigens eine sehr gute Dokumentation, würde ich sagen. Gibt es in Deutsch, Englisch. Können wir auch auf Deutsch schauen. Und da gibt es eben, was weiß ich, von Tutorials zu Sprachreferenz. Da gibt es zum Beispiel hier auch über Namespaces oder Objekte und Klassen. Können wir mal kurz schauen. Das ist genau das, was ich da erklärt habe, auch schon drinnen. Da geht es dann plötzlich wieder in Englisch natürlich dann zum Teil. Wenn ich jetzt hier Static Keyword, zum Beispiel Traits, können wir hier schauen. Ja. PHP 5.4 gibt es das eben. Und da gibt es dann auch immer Beispiele dazu. Ne. Da haben wir dieses eine Trait, das wird dann hier mit Use eingebunden. Ne. Also das sind genau diese Beispiele, die ich eben auch erklärt habe. Man kann die Dokumentation auch anschauen. Also das ist auch wirklich was, was man machen sollte, wenn man jetzt wirklich in PHP was programmiert. Es gibt dieses Final-Schlüsselwort, das ich eben kurz erwähnt habe. Na, da gibt es hier Final Public Function. Das heißt, diese Function, die darf ich jetzt quasi nicht mehr überschreiben. Und weil ich die hier zum Beispiel nochmal überschrieben habe, das funktioniert nicht. Da gibt es dann eben einen Fehler. Und so Sachen ist schön dokumentiert. Kann man bloß eben empfehlen. Und wie gesagt, ich bin da immer wieder überrascht und angenehm überrascht und auch ein Fan jetzt von dem Ganzen, wie man sieht, wie angenehm das ist, wie modern das auch gehalten wird, wie gut dokumentiert es ist. Und deswegen ist es eigentlich auch für Webseiten eigentlich immer noch ein sehr gutes Mittel, das in PHP zu machen. Also es gibt natürlich vielleicht Sachen, die sind irgendwie aktueller oder irgendwie halt auch angesagter, aber PHP ist immer noch eigentlich das Ding, um Webseiten zu machen, finde ich. Und ja, wie gesagt, also Objektorientierung ist halt da auch schon längst Stand der Dinge. Ja, also ich bin jetzt hier am Ende mit dem Ganzen und hoffe mal, dass das auch jetzt einigermaßen verständlich war und werde vielleicht auch noch was über PHP machen, aber das war jetzt eben mal ein Blog über objektorientiertes Programmieren. Ja, ich wünsche allen viel Spaß damit und ja, Happy Coding sozusagen oder was immer sie auch machen, programmieren oder lernen. Und ich hoffe, dass das einigermaßen jetzt erhellend war. Und ja, dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Tutorial wieder.